Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Wir haben hier gerade den nächsten Turm, und zwar den Firone-Turm erreicht. Allerdings, ja, ist da der nächste Ort sehr weit oben. Ich glaube nicht, dass wir da so ohne weiteres hochgeklettert kommen. Wir können es mal ausprobieren, aber ihr seht schon, wenn wir so bei der Hälfte sind und wir haben dann... Nee, das schaffen wir nicht. Das können wir vergessen, da müssen wir einen anderen Weg finden. Vermutlich müssen wir irgendwie hier auf diesen Hügel rauf. Oh, und dann von diesem Hügel aus... Also unter diesem Stein muss etwas versteckt sein. Allerdings sehe ich gerade unten das Wetter und das Wetter sieht... Da ist auch was versteckt. Das Wetter sieht so perfekt aus. Wir müssen das jetzt eben mal nutzen. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal um diesen Hügel herum. Und suche einen potenziellen Ort, ihn zu erklimmen. Au. Lass mich mal in Ruhe, Leute. Ich habe da jetzt keine Zeit zu. Hier wird es auf jeden Fall schon kleiner. Das könnte... Alter, was sind die am Nerven? Das könnte hier schon klappen. Wir versuchen mal hier hochzukommen. Das könnte funktionieren. Weil das ist nicht so hoch, wenn ihr das seht. Das ist so gerade wohl machbar. Mit aller Kraft. Und dann schauen wir mal. So direkt den Turm hoch, das wird nicht funktionieren. Dafür ist der wirklich zu hoch. Oh je. Was ist nun los? Da oben scheint schon irgendwas auf uns zu warten. Oh, ist nur so ein dickes Biest. Alles gut. Du kannst entspannt bleiben. Ja, ja, moin. Alles gut bei dir? Wie sich Bananen? Oder was ist das hier? Maxi-Durian. Ah, hier gibt es wieder Maxi-Zeug. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das nehmen wir natürlich gerne alles mit. Was ist das? Noch eine Maxi-Rübe. Hier wächst der ganze Maxi-Kram. Noch mehr, ey. Wahnsinn. Also, wenn uns mal Maxi-Gerichte ausgehen sollten, das ist der Ort, an dem wir uns mit neuem Zeug versorgen können. Jetzt geht das hier hoch. Das sieht soweit doch super aus. Müssen wir nur noch irgendwie darauf kommen. Das sieht noch erschreckend hoch aus. Könnte man aber hier tatsächlich vielleicht mal angehen. Es könnte klappen. Können natürlich sonst auch da hochklettern und von dort aus dann versuchen rüber zu schweben. Lass uns mal das ausprobieren. Ich kletter mal hier so hoch. Das sieht nämlich nicht ganz so schlimm aus. Da können wir noch ziemlich viel laufen. So. Und schweben dann da mal rüber. Es ist gerade perfekt, weil es nicht regnet. Das ist schon wirklich... Das ist wirklich mal Glück jetzt. Weil normalerweise immer, wenn ich sowas machen möchte, so eine Aktion, wo wir halt hier wirklich knapp irgendwo hoch müssen, dann regnet das. So, irgendwelche Crocs hier. Das sieht ja doch so aus, als könnte hier was sein, aber nee. So, meint ihr, das klappt? Könnte das klappen, wenn wir jetzt hier rüber schweben? Da oben fährt auch schon ein Croc rum. Perfekt. Wir versuchen es einfach mal. Ich versuche einfach mal unser Glück. Hier hin und ab jetzt einfach hochklettern. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also ich glaube, das wird klappen. Ich glaube, das wird klappen. Können wir uns ja erstmal den Croc da holen. Hallo, ich sehe dich. Papa! Ui, du hast mich entdeckt. Crocsamen. Dankeschön. Schon 20 Stück wieder. Hau rein. So. Ziege. Ziegenfleisch. Ja, ein bisschen Hunger habe ich ja schon. Also, so ist es ja nicht. Da ist auch schon der Turm. Ich will mich lieber erstmal gar nicht so doll hier umgucken, weil sobald uns der Turm gehört, sind wir safe. Dann kann, egal was, da kann kommen, was wolle. Wenn jetzt hier so ein Leune zum Beispiel rumläuft oder sowas auf diesem Plateau hier oben, dann sind wir ziemlich gearscht. Deswegen mal eben schnell den Turm aktivieren und dann können wir uns jederzeit hier wieder her teleportieren. Guck mal. Der sieht aber immer noch erschreckend weit weg aus, aber ich denke mal... Ach, wir sind auch noch zu hoch. Das sollte ja machbar sein. Okay, let's do this. Und landen! Bam! Hey, Maxi-Dinger, hi. Nett von euch, dass ihr mir hier so ein paar Maxi-Teile hingelegt habt. Hi.
Ich kann jetzt nicht. Ah. Was ist denn heute los hier? Und in den Po. So, ich würde sagen. Oh, was für ein fettes Biest da hinten, ey. Moin. Du, ich tu dir nichts, ne? Ich bin hier nur zu Gast. Alles ist gut. Alles ist gut. Nimm noch mehr von diesen Maxi-Dingern. Also die sollten wir schon mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Das sieht ja doch sehr gut aus. Habt ihr noch mehr von den Teilen? Hier was drin versteckt? Ne. Ach, hier wird das... Hier eins. Ah, ich habe so ein... So ein Krog, so ein Kroggefühl, muss ich sagen. Ein krockiges Gefühl. Schleicht sich mir hier. Na gut, man hätte es vielleicht aufs Blatt legen sollen. Link, das versuchen wir nochmal. Nein! Oh! Du sollst das doch nicht essen. Nicht in die Figur schütten. Das ist doch schon mal schön. 20 Stück, dann nehmen wir den wieder mit. Was ist das hier für ein Gubbel? Das ist nur Gemüse, dann nehmen wir die auch mit. Eichel, nachdem wir den Krog ja ausgelöst haben, brauchen wir die ja nicht mehr, ne? Du, können wir das auch wieder einsammeln. Wir können das besser gebrauchen als dieses Krog-Biest, ist ja so. So, da ist noch eine. Und da oben hängt auch noch eine. Gibt's hier noch mehr? Da können wir wieder richtig ordentlich was an Maxi-Gerichten zubereiten. Da ist noch mehr. Wahnsinn. Ist ja richtig lohnend. Immer nebenbei mal so ein bisschen im Blick die Wetteranzeige. Wir dürfen natürlich nicht zu viel rumpimmeln, weil wenn das anfängt zu regnen, dann sollten wir den Turm vorher erklommen haben. So, was ist hier noch los? Deine Waffentasche ist voll. Jo. Die Antwort ist richtig. Gut, ach guck mal, der ist ja jetzt zum Greifen nah. Jetzt kann man den ja schon fast anfassen. Das ist ja machbar. Na komm, dich noch. Und dich noch. Und dann gucken wir mal. Das sieht durchaus machbar aus. Jumps. Ich würde sagen, der Turm gehört uns. Das war ja gar nicht so schlimm. Sah erstmal ein bisschen schlimm aus. Aber ich glaube, der schlimmste Turm bis jetzt war der bei Akala da. Mit diesen fliegenden Biestern und so, wo wir in die Burg mussten. Quasi in die Burg rein. Der war heftig. Da haben wir uns aber, der war auch nur nicht ganz so schlimm für uns, weil wir ja den alternativen Weg gewählt haben. Einfach hintenrum den Berg hochkraxeln. Ich glaube nicht, dass es der Weg war, der vorgesehen war, weil normalerweise hätte man sich wohl durch das Schloss durchkämpfen sollen. Aber hey, warum soll man denn den schweren Weg gehen, wenn es auch einfach geht? So, und irgendjemand hier oben? Kashiva oder so? Nein? Keiner da. Ich vermisse diesen Vogel. Schikastein erkannt. Schikaturm wird aktiviert. Und wieder ein Stück Map aufgedeckt. Und langsam nimmt das ja Formen an, ne? Datenübertragung beginnt. Oh, das deckt echt auch das ganze untere Gebiet hier auf. Das hat natürlich jetzt mal einen ordentlichen Stück Karte aufgedeckt, ne? Ja, Wahnsinn, eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. So, dann lasst uns doch, wo wir schon mal hier sind, auch schon mal nach Dungeons gucken. Könnt ihr etwas sehen? Ich kann keinen sehen. Keinen einzigen, ey. Das ist frustrierend. Das klingt schon wieder danach, als müsste ich meine Map öffnen. Man sieht aber echt nichts. Aber na gut, ich habe ja meine Karte. Wir gucken jetzt mal nach. Wo sind denn welche zu finden? Also, zoomen wir mal schon ran. Hier ist wohl eine. Ich guck mal auch nebenbei mal, ob wir da irgendwelche Quests für brauchen oder so, weil die mit den Quests, die können wir ja eigentlich später machen.
Okay, also dieses Ding. Dann gibt's wohl. Wo sind wir denn gerade hier? Da ist dieses Teil. Hier gibt's wohl noch ein. Irgendwo so in diesem Bereich, so grob. So genau weiß ich das auch nicht. Und in dem Fettmeier Wasserfall, innen drin offensichtlich, gibt es wohl auch noch einen. Wo haben wir hier erstmal wieder ein bisschen was zu tun, würde ich sagen, ne? So, welcher ist denn am nächsten dran? Rot. Dann würde ich sagen, machen wir uns einfach auch mal auf in Richtung Rot. Wenn wir jetzt hier runterspringen und fliegen, wird das klappen? Ich sehe da hinten schon ein Lager voller Gegner. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Oh, vielleicht klappt es. Vielleicht klappt es. Ah, sieht gut aus. Ja, komm. Wir landen direkt hier bei ihm drauf. Damit rechnen die nicht. Mist. Hab ich nicht getroffen. Aber sie werden uns niemals finden. Damit rechnen die nicht. Damit rechnen die nicht. Also, warte, wir brauchen erstmal eine Waffe. Sind das rote? Nee, das sind schon andere. Dann nehmen wir den da. Ja. Versuch mich zu kriegen. Versuch's doch. Dass das nicht als Kopftreffer zählt, ey. Oh nee, das dauert. Das verbraucht zu viele. Verbraucht zu viele Pfeile. Dann gehen wir lieber den direkten Weg und hauen ihm ein bisschen diese Keule hier um die Ohren. Hallo. Oh, Keule kaputt. Warte, warte, warte. Das sollst du doch nicht tun. Und noch ein. Zack, da haben wir das doch schon. Knochenbocklanze, eine Waffe aus Kieferteilen eines urzeitlichen Tieres. Die Zähne sind noch immer sehr scharf. Von Boblings mit so einer Lanze sollte man sich in Acht nehmen. Joa, ich nehme mich von all von denen in Acht, aber so schlimm wirkte das jetzt nicht. Guck mal, hier gibt es so viel Zeug. Bananen. Wasser. Wasser? Was? Ja, ist so. Gut. Also es war ein sehr kleines Bobling-Dorf, aber ey, auch das haben wir ausgerottet. Das ist ja nicht verkehrt, ne? Die dürfen sich hier nicht zu sehr verbreiten. Ich bin mal gespannt, es darf ja wohl auch nicht mehr allzu lang dauern, bis der nächste Blutmond wieder auftaucht. Wie ich mein Glück kenne, ist es jetzt gleich diese Nacht, deswegen lass uns mal schnell beeilen. Und eben noch gucken, ob hier noch irgendwas Tolles zu looten ist. Bisschen Boblinghorn haben wir noch. Dann sehen wir hier eine Kiste. Holzpfeil, 5 Stück. Ja, läuft. Und ja, ein Fass. Oh nein, damit hat ja keiner gerechnet. Wie fies war das denn jetzt? So, wo ist mein Schwert hin? Oh, es war noch so ein gutes Schwert. Da. Gib mir das wieder. Also ihr seht, wenn man von Elektro getroffen wird, verliert man seine Waffen. Das kann sehr ungeil sein. Da bin ich mal sehr ehrlich. Muss nicht, aber kann. Was ist das da oben? Eine Ziege, ich wollte gerade sagen. Gegner oder Ziege? Es ist eine Ziege. Eine Ziege. So, weiter hinauf, weiter hinauf, weiter hinauf. Was ist das hier? Oh. Oh, das sah cool aus, aber etwas ungewollt cool. Das sieht nach einem Krog aus. Dubidubidu. Und ich gehe mal vom Baum dahin. Aber das ist eindeutig ein Krog. Das sieht zu sehr nach Krog aus. Deswegen, komm, hoch den Baum. Von da oben können wir auf jeden Fall entspannt darunter schweben. Aber mache ich ein bisschen schneller. So. Und heb mal hoch das Ding. Siehste. So ein paar finde ich auch so. Ja? Du hast mich entdeckt. Ja, das war so offensichtlich. Das ging gar nicht anders, ne? So, tschüss. Ich höre etwas Stalliges. Ich höre die Stallmusik. Oh, schnell. Will nichts sagen, aber. Ich höre die Stallmusik. Da ist er auch. Da unten ist ein Stall. Bevor wir aber zum Stall gehen, erst hier oben bleiben. Weil hier wird irgendwo. Dachte ich jetzt zumindest, dieser Dungeon sein. Auch wenn ich ihn aktuell so überhaupt nicht sehe. Ist ja doch da unten.
Also laut meiner Karte ist er hier. Das können wir jetzt nochmal überprüfen. So, wir zoomen mal ganz so ran und dann nehmen wir diese Karte und zoomen doch mal ganz so ran. Ja, schwierig, ne? Ne, der soll hier sein. Wir gehen nochmal eine Ebene da weiter hoch. Ich habe das Gefühl, er ist da oben. Er wird da sein. Er muss da sein. Hoppala, nein, nach oben solltest du doch nicht seitlich. Ach. Link, wieso tust du nicht, was ich sage? Gerade hoch, nicht seitlich. Gerade, gerade und nochmal gerade. Siehst du, dann hätte das auch geklappt. Du musst nur meinen Anweisungen folgen, dann läuft die Kiste auch. Vielleicht ist dieser Schrein natürlich noch versteckt. Das kann auch sein. Also noch sehe ich hier gar nichts. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen tatsächlich erstmal runter. Zu diesem wunderbaren Stall. Weil meistens ist ja in der Nähe der Stallungen ist ja was. Vielleicht ist es auch versteckt in der Höhle. Das kann natürlich auch sein. Dass man da sich erst reinbomben muss. Ach, siehste, Tatsache. Das ist natürlich, da kann ich natürlich auf meiner Map gucken, so viel ich will. Das war knapp. Wenn die den in so einem... hinter so einer Felswand verstecken. Da sehe ich den nicht, ne? Da sehe ich den nicht. Sei Uto-Schrein. Ja, dann mal rein da in das Ding. Ist wieder einer direkt bei so einem... Stallungsgebiet. Da sind die ja meistens einfach. Deswegen mal gucken, was uns da erwartet. Sollte aber nicht allzu schwer werden. Gehen wir mal rein da. Gehen wir mal rein da. Kochen. Wenn du mehrere Zutaten desselben Types auf einmal verwendest, bleibt der Effekt der gleiche, aber das Gericht füllt mehr Herzen auf. Ja, das ist doch schön. Man muss sich auch mal ein paar Herzen gönnen, ne? Oh mein Gott, was ist das? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Sai-Uto. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Ja, dumme los. Im Gleichgewicht. Ja. Mal gucken. Ja, fertig. Wäre witzig. Ja, hast geschafft. Ne, reicht. Oh, muss ich hier so lange warten, oder was? Oder ist das hier fest dran? Mal gucken. Oh, nein, ist es nicht. Schnell, 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 schnell. Woo! Einen Kiste. Was ist in dieser Kiste? Soldatenschwert. Diese Art Schwert benutzt einst die Schlosswache von Hyrule. So, komme ich da nicht auch so rüber? Ah, nein. Okay, also einmal die Seiten wechseln. Bums. Kurz warten, bis es wieder aufgeladen ist. Und go. So weit, so gut. Oh, ja. Jetzt wird's wieder lustig. Das scheint nämlich hier auch sich bewegen zu können. Das heißt... Gibt's irgendwelche Steine oder sowas, die ich hier... Irgendwas Metallenes an Blöcken? Weil sonst... Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wenn ich jetzt da lang gehen... Oh, sieht... Oh, doch. Okay. Oh, es ging. Man musste einfach ein bisschen abdrehen. Dann hat das funktioniert. Oh, okay. Nix wie raus hier. Das war gruselig. Einfach mal ein bisschen Gas geben und möglichst in die Richtung Mitte springen. Dann klappt das schon. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Oh, cool. Diesmal ist das Timing gar nicht so kacke, Hahn. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Das ist nett von dir. Das, ja, hat Ehre, würde ich sagen. Jung, die nächste Kugel geht raus. Du. Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Ey, noch ein weiteres. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen.
Sie tut, was sie kann, ne? Wir tun, was wir Königin. Feeneffekte. Lässt du dir von einer Fee beim Kochen helfen, werden die speziellen Effekte deiner Gerichte verstärkt. Wie geht das denn? Muss ich die denn damit reinrühren oder wie hilft mir eine Fee beim Kochen? Ich habe keine Ahnung, aber auch das werden wir noch rausfinden. So, meine Lieben, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie wir gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.